Herzlich willkommen bei online-tutorium.com. Willkommen zum nächsten Video 5.3.1 Tipps zum Matrixprodukt. Wir haben eben gerade das Matrixprodukt kennengelernt und wollen jetzt anhand dieser Aufgabe hier, die ich schon gestellt habe, das Matrixprodukt natürlich üben, aber es auf eine andere Art und Weise. Das ist jetzt nichts super Besonderes, aber irgendjemand hat mir das mal gezeigt in einem meiner Tutorien und ich fand die Art und Weise ganz gut und ganz einsichtig. Wenn man das von Anfang an so lernt, das ist vielleicht sehr hilfreich. Und zwar geht es wie folgt. Wir schreiben jetzt nicht die Matrix A und die Matrix B hin und multiplizieren das wie auf der letzten Seite bzw. im letzten Video aus, sondern wir machen das nach einem neuen Schema. Zunächst müssen wir uns erstmal klar machen, dass das Matrixprodukt hier überhaupt Sinn macht. Also wir müssen zeigen, dass es definiert ist und dazu gucken wir uns einfach diese Matrix A mal an. Und sehen sofort, dass der Typ der Matrix hier der folgende ist. Wir haben ja drei Zeilen und zwei Spalten, also es ist eine 3 Kreuz 2 Matrix. Und B ist, naja, offensichtlich eine 2 Kreuz 1, 2, 3, 4, 4 Matrix. Naja, da wir zwei Zeilen und vier Spalten haben. Also können wir schon mal sehen, da die 2 hier mit der 2 dort übereinstimmt, ist das Matrixprodukt definiert, A mal B. Und wir können auch gleich sagen, was für ein Format rauskommt. Und dazu müssen wir uns einfach die 3 hier angucken. 3, Kreuz und entsprechend die 4 hier. Und was ist in der Farbe? Und sehen also, naja, es kommt eine 3, Kreuz, 4 Matrix raus. Okay, was man macht, ist das folgende. Wir berechnen jetzt erstmal Berechnung von A mal B. Erstmal Zeichen kann man sich auch irgendwann sparen. Und zwar auf die folgende Art und Weise. Wir machen erstmal so ein Kreuz. Das sieht einigermaßen gut aus. Und zwar so. Dann schreiben wir hier an diese Stelle die Matrix B und an diese Stelle die Matrix A. Oder wenn man halt A und B nicht gegeben hat, weiß ich, wenn sie anders heißen, die Matrix, die rechts vom Produkt steht, schreibt man hier hin und die Matrix, die links vom Produkt steht, hier hin. Also kann man sich das merken von links nach rechts. Fangen wir mit A an, also schreiben wir hier hin 1, 2, 7, 1, 0, 4. Und hier schreiben wir entsprechend B hin 2, 1, 0, 0, 4, 7, 6, 1. Okay. Und ich mache jetzt auch keine Klammern oder sowas drum. Das kann man auch vielleicht als Nebenrechnung kennzeichnen. NR. Und legen einfach los. Jetzt ist es das Folgende. Um entsprechend den Eintrag rauszubekommen, unser 3 Kreuz 4 Matrix, die rauskommen soll, ja, hier soll eine 3 Kreuz 4 Matrix rauskommen, machen wir das folgende. Wir laufen einfach entlang der Spalten hier und entlang der Zeilen hier und verarbeiten entsprechend die Einträge. Wie wir das machen, sage ich gleich. Erstmal können wir hier schon sehen, dass, naja, es soll eine 3 Kreuz 4 Matrix rauskommen, das heißt drei Zeilen, die entstehen hier und die Spalten erhalten wir von diesen Spalten hier. Okay, legen wir los. Wir machen es ganz einfach und wir überlegen uns, wie kriegen wir denn diesen Eintrag hier? Naja, dazu laufen wir hier entlang und, was ist mit der Farbe, hier entlang. Das heißt, das Element, was hier gleich stehen wird, produzieren wir, indem wir genau die Spalte bzw. Zeile verarbeiten, die sozusagen hierauf zeigt. Da müssen wir gar nicht nachdenken und können direkt uns überlegen, was ist denn das hier? Naja, und jetzt verarbeiten wir, wie wir es kennen, die Spalte mit der Zeile hier, indem wir sagen, das ist 1 mal 2 plus 2 mal 4. Okay? Das können wir auch gleich ausrechnen. Das ist also 2 plus 8, also gerade gleich 10. Okay, dann kann ich das hier auch wegradieren und kann hier für 10 eintragen. Und wir gehen weiter. Jetzt überlegen wir uns, wir bleiben in der ersten Zeile und wir nehmen einfach nur hier die nächste Spalte, um zum nächsten Element zu kommen.
Das heißt, machen wir es mal eine Farbe, die man besser lesen kann. Diese hier. Jetzt wollen wir diesen Eintrag hier berechnen. Ja, wie halte ich den Eintrag denn? Na, ich nehme dieses Element mit dem mal plus dieses Element mal das hier. Also das ist 1 mal 1 plus 2 mal 7. Okay, das ist 1 plus 14, also insgesamt 15. Okay, dann tausche ich das direkt mal aus. Irgendwie klappt das jetzt nicht. Machen wir es einfach so. Na? Na gut, mach mal so und das Kästchen neu dahin. Na, irgendwie habe ich noch ein paar Probleme mit dem Programm. So, hier können wir 15 abtragen. Okay, gehen wir zur nächsten Spalte. Laufen hier entlang. Nein, die Farbe hatten wir gerade. Obwohl ich so viele Farben habe, will ich immer die gleichen. Nehmen wir die hier. Und jetzt wollen wir den Eintrag hier rausbekommen. Ja, und den Eintrag kriegen wir entsprechend genauso. Ich mache mal hier dieses Viereck hin. Und das heißt 1 mal 0 plus 2 mal 6. Also gerade 0 plus 12, also insgesamt 12. Okay, hoffentlich kann ich jetzt radieren oder irgendwie loswerden. Wieder nicht. Mist. Das war auch nicht gut. Ah, so geht's aber jetzt. Okay, also kann ich hier schon mal die 12 eintragen. Jetzt fehlt in der ersten Zeile nur noch das Element hier. Ja, machen wir es vielleicht mal so. Ne, falsche Seite und auch nicht gut zu sehen. Nehmen wir vielleicht rot. Ja, jetzt kriege ich diesen Eintrag hier wie folgt. Naja, ich gehe wieder hier in die erste Zeile und benutze hier die entsprechend markierte Spalte und rechne einmal diesen Eintrag plus diesen Eintrag mal diesen Eintrag. Also, was war das? 1 mal 0 plus 2 mal 1. Und das ist entsprechend 0 plus 2 gleich 2. Dann machen wir das hier wieder weg. Jetzt verschwinden beide wieder. Und erhalten hier 2. Okay, und wir haben die erste Zeile. Das ging doch schon mal ganz gut. Für die anderen machen wir es jetzt mal direkt im Kopf, weil das nicht so kompliziert ist. Das heißt, wir wollen jetzt diesen Eintrag hier haben. Entsprechend nehme ich jetzt diese Zeile hier und verarbeite die genauso wie eben mit den Spalten, so wie ich es markiert habe. Also das hier ist 7 mal 2 plus 1 mal 4. Ja, zur Not macht man sich eine Nebenrechnung. 7 mal 2 plus 1 mal 4. Ja, das ist doch gerade 14 plus 4. Also gerade gleich 18. Dann mache ich das wieder zurück. 18 können wir uns merken und tragen hier entsprechend die 18 ab. Der nächste Eintrag. Da rechne ich 7 mal das hier. Also 7 mal 1 plus 1 mal 7. Ja, das ist aber 7 plus 7, also gerade gleich 14. Und ist wieder weg. Tragen hier die 14 ein. Na, jetzt gucken wir uns die Spalte an und rechnen 7 mal 0 plus 1 mal 6. Das können wir im Kopf machen. Das ist 6. Ja, jetzt machen wir 7 mal 0 plus 1 mal 1. Ja, das ist doch offensichtlich 1. Okay. Und so machen wir das jetzt für die nächste, letzte Zeile auch nochmal. Und zwar müssen wir jetzt entsprechend, wie eben, uns diese Zeile hier angucken und die mit den vier Spalten hier verarbeiten. Okay, wir machen es jetzt ein bisschen schneller. Also das mit dem verarbeitet, das ist 0 mal 2 plus 4 mal 4. Ja, 0 mal 2 ist 0. 4 mal 4 ist 16. Also komme ich auf 0 plus 16 gleich 16. Entsprechend erhalte ich hier 0 mal 1. Plus 4 mal 7. Ja, das ist 4 mal 7 einfach, also 28. Und entsprechend halte ich hier 0 mal 0 plus 4 mal 6, das ist 24. Und naja, nehme ich die letzte Spalte hier noch, also 0 mal 0 plus 4 mal 1 macht 4. Und wir sind fertig. Okay. Das ist jetzt das Produkt A mal B. Natürlich können wir das nicht so irgendwie in der Klausur abgeben, vielleicht würde es dafür Punkte geben, aber generell sollten wir die Frage noch beantworten. Das machen wir auf der nächsten Seite. Fazit.
a mal b ist gleich, das trage ich mal Zeile für Zeile ab, 10, 15, 12, 2. 15, 12, 2, hatte ich gesagt. So, dann gehen wir auf die nächste Zeile, 18, 14, 6, 1. 18, 14, 6, 1. Und noch die letzte, 16, 28, 24, 4. 16, 28, 24, 4. Punkt. Wir sind fertig. Okay, das war's. Ich habe es hier natürlich wieder super ausführlich gemacht, aber ihr habt gesehen, wenn man das dann in der Geschwindigkeit macht, wie wir es für die zweite und dritte Zeile gemacht haben, dann geht es relativ flott. Und wir können nochmal bestätigen, das ist wirklich eine 3-Kreuz-4-Matrix. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis gleich. Online-Tutorium.com